ich das so erkennen? Das ist ja ein Frauenschirm und dein eigenes Zelt, aber ja. Vorsicht, Vorsicht! Ja, hier sind wir. Genau. Hütchen statt Banke. Gib mir ein Zeichen! Cannabis ist nicht nur eine Nutzpflanze, ein Rohstoff, ein Genussmittel, sondern auch Medizin. Weil man Hanfgenießer ist und weil man Medizin genutzt. Und weil ich das auch tue, brauche ich nichts anderes. So, wir sind ja für die Medizin hier, wir kämpfen für die Medizin, aber wir sind auch, wir müssen den anderen drumherum auch sagen, warum wir hier sind. Und deswegen ist das nächste Lied da, damit die Leute begreifen, warum wir hier sind. Weil die Polizei zu Medizin, zu Patienten kommt und zu Hause die Pflanzen wegholen, sie in das steckt. Deswegen sind wir hier und deswegen sind wir laut. Um den noch zu helfen im Knast. Wir sind hier, wir sind da, weil man uns das Ganze traut. Wir sind hier, wir sind da, wir sind laut, weil man uns das Ganze traut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganze klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganze klaut. Ich frage, muss das wirklich sein? An dieser Stelle sollte normalerweise Dr. Franjo Grotenherm von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft zum Thema Cannabis und der Medizin ein Referat halten. Doch leider Gottes ist Franjo erkrankt. Er ist von Haus aus schon schwer krank und schafft es heute wirklich nicht vor Ort zu sein. Schnan Franjo hat mir ein Grußwort für euch mit auf den Weg gegeben. Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht wie geplant an der heutigen Demonstration teilnehmen. Ich hatte geplant, einige Gedanken zur medizinischen Verwendung von Cannabis und den Menschenrechten sowie einige Aspekte zum körpereigenen Cannabinoid-System vorzutragen. Der Artikel 3 dieser Erklärung sagt, dass jeder, Zitat, das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, Zitat Ende, hat. Und in Artikel 25 heißt es, dass jeder, Zitat, das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, Zitat Ende, besitzt. Deutschland verstößt in diesem Punkt eindeutig gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ja, ich bin der Matthias, ich habe Schilde-La-Tourette-Syndrom. Ja, genau wie der Lars und der Marcel, den ihr schon kennt. Ich bin vor 8 Jahren in die Niederlande ausgewandert, weil es seit 18 Jahren hilft mir das Cannabis bei meiner Krankheit. Warum findet es Occupy Cologne so wichtig, dass Cannabiskonsum endlich legalisiert wird? Weil es Schmerzpatienten gibt,
die ein Recht, ein Menschenrecht auf eine medizinische Versorgung haben. Vor 10 Jahren habe ich immer noch gehört, ja, du hast ja recht, Legalisierung macht vielleicht Sinn, aber können wir schon gar nicht machen wegen der USA, da kriegen wir so viel Ärger auf wirtschaftlicher Ebene und überhaupt. Aber jetzt haben wir, wie viel sind es jetzt, 16, 17 Bundesstaaten in den USA, wo Cannabis als Medizin erlaubt ist. Ich war in Kalifornien letzten November, wir haben tausende von Geschäften mittlerweile, wo eben an Patienten Cannabis ausgegeben wird, und zwar nicht nur wie hier, dass man ganz vereinzelte, ganz schwere Krankheiten hat, wo man vielleicht, wenn man viel Glück hat, mal eine Genehmigung kriegt, sondern da kriegt man wirklich für alles Mögliche, wo man denkt, kein Cannabis hilft einem, kriegt man die Genehmigung, kann in einen Laden gehen, ich habe die Läden besichtigt, man hat eine große Bandbreite von Sorten und kann sich die aussuchen, die einem am besten hilft. Und dieser Staat, die USA, die werden uns in Zukunft nicht mehr so viel reinreden, wenn wir als einzelne Staaten versuchen, da andere Wege zu gehen. Während Politiker sich die Taschen voll machen, kämpfen wir um unser Leben, doch keiner will uns die Hand geben. Und wenn wir dir dann die Hand geben, musst du zum Amt gehen. Stundenlang kann ich stehen, jeden dort am Flehen. Sie wollen dich mit dem Rücken zur Wand sehen. Es ist ihm scheißegal, ob du in Fuck auf der Bank lebst. Wie willst du fragen, wenn keiner dir was zu sagen hat? Ich geh meinen Weg und heb die Hand gegen mein Vaterland. Was geht? Bis zu dieser eine Nacht, oh weh, man sagt es macht mal.